Hallo, in diesem Video will ich die Implementierung von Quicksort erklären. Diese Implementierung ist von Ort zu Ort unterschiedlich, ist von Uni zu Uni unterschiedlich. Ich beziehe mich hier auf die Implementierung von der Saga-Universität Data Structures 2017 und damit wollen wir auch schon direkt durchstarten. Wir haben hier unsere ungeordnete Liste. Das erste, was wir brauchen, ist unser Pivot-Element. Bei uns im Kurs wird das so ermittelt. Pivot-Element ist auch von Ort zu Ort unterschiedlich, ist wichtig. Wir gucken uns das erste Element des Ranges an, des Bereiches an, das letzte Element des Bereiches und das mittlere. In dem Fall ist es, wenn wir hier jetzt Array hätten, 0 bis 7 Elemente. Durch 2 sind 3,5. Gerundet ist 3, also die 1. 0, 1, 2, 3. So. Wir gucken uns diese drei Dinge an und nehmen uns den mittleren Wert davon. Nicht den Mittelwert, den mittleren Wert, also unsere 7 hier. Das heißt, unsere 7 ist unser Pivot-Element. Ich habe in einer anderen Universität auch schon gesehen, es wird einfach nur das erste Element als Pivot genommen, es werden die ersten drei gelesen und davon das in der Mitte stehende genommen. Also hier auf jeden Fall aufpassen, wie das in der jeweiligen Uni gehandhabt wird oder Ort. So, als nächstes müssen wir alle Elemente nach links und nach rechts verschieben. Da gibt es auch wieder Unterschiede, wie man das implementiert. Also auch hier aufpassen. Das sind im Grunde diese zwei großen Dinger, bei denen man aufpassen muss. Und wenn man die kennt, dann ist eigentlich alles in der Tasche. So, wir haben einen linken Pointer, ich habe ihn blau gemalt, und einen rechten Pointer, ich habe ihn lila gemalt. Und wir bewegen den blauen Pointer so lange nach rechts. Nein, ich muss den Satz umformen. Solange das Element, worauf der blaue Pointer pointet, kleiner ist als unser Pivot-Element, bewegen wir ihn nach rechts. Da 7 unser Pivot-Element ist, ist 7 nicht kleiner als die 7, also bleibt der blaue Pointer. Der lilane Pointer bewegt sich so lange nach links, solange das, worauf er zeigt, größer ist als das Pivot-Element. Das heißt, wir bewegen ihn auf die 4. Wenn jetzt der blaue Pointer links von dem lilanen Pointer ist, dann werden die beiden Werte ausgetauscht. Nicht die Pointer, nur die Werte. Und, achso, so sieht das dann aus. Anschließend, bevor wir irgendwie weitermachen, wird der linke Pointer eins nach rechts verschoben und der rechte eins nach links. Jetzt geht es wieder von vorne los. Solange das Ding hier, das worauf der blaue zeigt, kleiner ist als unser Pivot-Element, rutschen wir nach rechts. Die 3 ist kleiner als die 7, wir rutschen nach rechts. Die 6 ist kleiner als die 7, wir rutschen nach rechts. 1 ist kleiner als die 7, wir rutschen nach rechts. Die 2 ist kleiner als die 7, wir rutschen nach rechts. Die 7, Entschuldigung, die 5 ist kleiner als die 7, wir rutschen nach rechts. So, ich mache mal die alten Pfeile hier weg, die sind ja alle nicht mehr gültig. So. Jetzt rutschen wir mit dem lilanen Pointer so lange nach rechts, solange das Ding hier größer ist als unser Pivot-Element. Größer als die 7. Die 5 ist nicht größer, also bleibt unser lilanes Element so, wie es ist. So, und wenn jetzt der blaue Pointer links vom lilanen ist, dann würden wir was machen. Ist er aber nicht. Achso, dann würden wir was machen. Dann würden wir vertauschen. Ist er aber nicht. Deswegen wissen wir, okay, wir haben jetzt sozusagen diesen Lauf beendet und 5 ist, oder dieses Element, da wo unser lilaner Pointer jetzt drauf zeigt, der ursprünglich rechts war, der ist unsere neue Grenze und die 7 ist absolut sicher einsortiert. Ich mache mal so ein Dreieck drüber. Was heißt das jetzt konkret? Unser Lauf ist hier zu Ende, das heißt also, unsere Pointer sind wieder weg. Unser Pivot-Element ist auch wieder weg. Und wir haben jetzt zwei neue Listen. Wir haben jetzt diese Liste. Und wir haben jetzt diese Liste. Wir machen mit der linken Liste weiter. So, wir machen das mal unten weiter. Ich mache das mal weg, damit es nicht zu kompliziert wird. So, wir gucken uns wieder, jetzt geht es ein bisschen schneller, wir gucken uns linkeste Element an, rechteste Element, das mittlerste Element. Wir haben sechs Elemente, die mit, ach, Entschuldigung, 5. Es geht bis Index 5. Durch 2 ist 2,5, also landen wir auf der 2. Wir nehmen uns das mittlerste, den mittlersten Wert davon. Das heißt, unser Pivot-Element ist die 5. Und wir haben wieder unsere zwei Pointer. Ich will mal dieses Mal, oh hell, nochmal sicherheitshalber dazu schreiben, der linke Pfeil und der rechte Pfeil. Pointer. So, selbes Spiel. Rutsch nach rechts, solange das, wo er drauf zeigt, kleiner ist als das Pivot-Element ist. 4 war kleiner als 5. 3 ist auch kleiner als 5. 6 ist nicht kleiner als 5. Wir rutschen mit dem rechten immer weiter nach links, solange das hier größer ist. Es ist nicht größer, wir lassen den hier so, wie er ist. Jetzt, achso, wir prüfen, ist der linke kleiner als der rechte, also ist dieser Pointer hier wirklich links von dem rechten? Schwer zu erklären. Es ist so, tatsächlich, dann tauschen wir die zwei Elemente aus. Boom. Dann rutschen wir mit dem linken eins nach rechts und mit dem rechten eins nach links. So, und da der linkeste Pointer immer noch nicht
weiter als der rechte ist hier, also da wir haben ihn noch nicht überschritten, müssen wir jetzt einfach weitermachen. Wir gucken uns also wieder an, oder wir gehen immer weiter nach rechts, solange das Ding hier kleiner als unser Pivot-Element ist. 1 ist kleiner, also gehen wir 1 nach rechts. 2 ist auch kleiner als die 5, wir gehen wieder 1 nach rechts. 6 ist nicht größer, Entschuldigung, 6 ist nicht kleiner als die 5, also bleiben wir hier stehen, wir machen mit dem hier weiter. Wir rutschen immer weiter nach links, solange das Ding hier größer ist als die 5. Nein, die 2 ist nicht größer als die 5. So, und jetzt ist der rechte nämlich auf der linken Seite und der linke auf der rechten Seite. Jetzt sieht man es besser als bei den Pfeilen eben. Wir wissen, okay, jetzt ist unser Lauf beendet und hier ist unsere neue Grenze. Warum? Weil der rechte Dings hier drauf zeigt. Wir wissen auch, 6 ist jetzt fertig einsortiert. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon wissen. Eigentlich sind es ja nur zwei Listen. Doch, ich denke, wir wissen es, weil da der linke Pointer drauf zeigt. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Entschuldigung für diese Vermutung. Jedenfalls, wir wollen mit dem nächsten Lauf weitermachen. Vergessen wir diese Unsicherheit. Deswegen, wir machen das mal alles wieder weg hier. Nächster Lauf ist in diesem Bereich. So, und wieder, wir gucken uns das erste Element an. Wir gucken uns das letzte Element an und das mittlere Element. Wir nehmen den Mittelwert davon als Pivot-Element. Das ist die 4. Wir setzen wieder unseren linken Pointer an und wir setzen unseren rechten Pointer an. Und solange der hier kleiner ist als unser Pivot-Element, bewegen wir ihn nach rechts. Steht schon auf der 4, ist nicht kleiner, bleibt so. Solange der hier größer ist als unser Pivot-Element, schieben wir ihn nach links. 2 ist nicht größer als die 4, ups, bleibt also so. Jetzt vertauschen wir. Nach dem Vertauschen schieben wir den linken 1 nach links, den linken 1 nach rechts und den rechten 1 nach links. So, Lauf ist zu Ende, also nicht der gesamte, sondern der Teillauf. Und jetzt gucken wir wieder an, solange der hier kleiner ist als die 4, unser Pivot-Element, bewegen wir ihn nach rechts. 3 ist kleiner, wir landen hier. 5 ist größer als die 4, wir bleiben also stehen, machen mit dem rechten weiter. Solange der rechte auf ein Element zeigt, was größer ist als unser Pivot-Element, tut es nicht, denn die 1 ist kleiner als die 4, bleibt also so. Links ist immer noch links vom rechten und der rechte ist immer noch rechts vom linken, also tauschen wir die zwei Elemente. Und nachdem wir Elemente getauscht haben, mal wieder, müssen wir den linken 1 nach rechts setzen und den rechten 1 nach links. So, jetzt ist der rechte links vom linken. Also, sie haben sich überschnitten. Jetzt wissen wir, okay, der Sortierlauf ist vorbei. Und wir haben unsere neue zwei Teillisten. Und was stellen wir jetzt interessanterweise fest? Dass das noch gar nicht sicher war und dass das hier auch noch gar nicht sicher war. Wir sollten aber deswegen dann sicherheitshalber einzeichnen. Hier war unsere Trennung für die zwei Listen und hier war unsere Trennung für die zwei Listen. Jeweils, gell? Das heißt, dass die hier in der richtigen Reihenfolge sind, beziehungsweise dass die 7 schon an der richtigen Stelle ist, ist eher nur Zufall hier. Und auch mit der 6 ist es eher nur Zufall. Wir werden dann, wenn wir hier durch sind, mit diesem ganzen Kram hier durch sind, weil das ja dieser Teil hier ist, werden wir auf die rechte Liste gehen, auf diese hier, und feststellen, ah, es ist ja nur ein Element, dann ist ja gut. Und dann werden wir erst feststellen, es ist an der richtigen Position. So. Und dann haben wir ja diesen ganzen Teil hier beendet. Dann werden wir uns diesen Teil hier angucken und feststellen, guck mal, das sind zwei Elemente. Die swappen wir vielleicht noch, aber die stehen ja schon in der richtigen Reihenfolge. Und dann erst am Ende wissen wir, die sind ja schon in der richtigen Reihenfolge. Hier sieht man auch den Unterschied zu anderen Implementierungen, wo dann immer das Pivot-Element nach dieser Links-Rechts-Sortierung ist das Pivot-Element schon an der richtigen Stelle. Hier ist das nicht so. Das hat man zum Beispiel hier gesehen. Das Pivot-Element war die 5, die ist aber jetzt hier irgendwo in der Mitte. Hier ist das Pivot-Element die 4 und die steht jetzt hier ganz außen. So, in dem Stil geht es auf jeden Fall weiter. Was müssen wir uns merken? Ich will das Ding jetzt nicht zu Ende führen. Wir müssen uns merken, Pivot-Element suchen, wir nehmen uns das erste aus dem gesamten Bereich, das linke aus dem gesamten Bereich, das mittlere aus dem gesamten Bereich und nehmen uns dann den mittleren Wert davon. Gut, da ich die Zahlen schon verschoben habe, ist es in dem Fall jetzt die 4. Davon nicht verwirren lassen. So, das ist die Pivot-Elementsuche. Dann haben wir noch die Pointer, die sich bewegen. Wir fangen immer ganz links und ganz rechts an. Den linken bewegen wir immer weiter nach rechts, den rechten immer weiter nach links. Wenn wir feststellen, dass wir swappen müssen, also dass wir die zwei Elemente austauschen müssen, dann tauschen wir sie aus und schieben dann den einen nochmal nach links und den anderen nochmal nach rechts, bevor wir irgendwas weitermachen. Und erst dann machen wir weiter. Wenn sie dann so eine Konstellation irgendwann haben, dann wissen wir, wir haben den Links-Rechts-Teillauf beendet und wir können in die nächste Teilsortierung gehen. Das heißt, dann wissen wir, okay, wir haben jetzt eine linke Liste, wir haben jetzt eine rechte Liste und wir können dann entsprechend so weitermachen.
Wo unsere linke und rechte Liste endet, das bestimmt dieser Pointer, der von rechts kommt. Die linke Liste geht immer bis einschließlich und die rechte Liste geht von dem plus 1. Also ich meine, man sieht es ja hier. So, ich hoffe, das Ganze war nicht zu verwirrend. Wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht sogar auch viel bessere Implementierungen als diese hier. Aber das ist auch eine. Vielen Dank fürs Gucken.